Guck mal, da bei das Kabelswachsen schon die Feige direkt auf dem Gehweg ins Maul. Gute und herzlich willkommen. Heute geht's um die Pflanze der Zukunft, die Pflanze für die Trockenheit und noch dazu die geilste Pflanze der Welt, die Feige. Ihr wisst Bescheid, meine absolute Lieblingspflanze. Heute bekommt ihr einen Riesenüberblick, wie sich bei uns hier im Hausgarten unsere Feige entwickeln und vor allem bekommt ihr auch ein Update von unserem Versuchsfeld, von der Feigealm, wie die Feige den Winter überlebt habe, wie sie gerade wachsen, was jetzt Stand der Dinge ist. Natürlich gibt es zwischendurch immer wieder viele nützliche Infos für euer Feige oder Infos, wie ich es mache und ihr könnt es vielleicht dann bei euch auch wenden. Wer euch ein bisschen was zu meiner dort ausgepflanzten Feige erzähle und wenn ich schon Bilder von reife Früchte habe, werde ich die euch mit euch blende, dass ihr auch sehen könnt, wie geil die aussehen. Nur zum Schmecken müsst ihr es halt probieren. Viel Spaß. Ich würde sagen, wir fangen direkt im großen Hühnergehege an. Da habe ich schon im März, Ende März, Feige ausgepflanzt. Wer es wieder nicht gesehen hat, ich verlinke es euch da oben mal. Da starten wir unsere Runde. Also das ist unser großer Hühnerfreilauf. Wenn wir tagsüber zu Hause sind, können sie da rein. Heute sind sie nicht drin. Wir fangen mal direkt oben an. Ganz oben habe ich eine meiner Lieblingsfeigen, beziehungsweise seit letztem Jahr eine meiner Lieblingsfeigen ausgepflanzt, die Filaggiano. Trägt zweimal im Jahr grüne Feige und ihr könnt jetzt schon sehen, was die Herbstfeige aussetzt. Oder? Das ist Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Bei der Größe sagenhaft die Pflanze. Und man muss berücksichtigen, die habe ich ja erst da im Frühjahr ausgepflanzt. Also die ist mit Sicherheit noch beschäftigt, im Boden einzuwurzeln, aber trotzdem schon so eine Menge Feige drauf, absolut begeistert. Dann habe ich 2017 aus afghanische Trockenfeige mal kleine Feigenpflänzchen ausgesät. Dabei ist zum Beispiel der Sämling da entstanden. Und guckt euch an, welche Freude. Für mich auf jeden Fall. Dieses Jahr ist erst schon mal Früchte dran. Ob die beim Sämling hier bei uns in Deutschland ohne die Feigewespe ausreifen, das ist natürlich eine andere Geschichte. Das wird sich aber spätestens im Herbst rausstellen. Hier drüber auch ausgepflanzt die Petrovaga Cerna. Also das Cerna, das bedeutet eigentlich einfach bloß schwarz. Ist eine dunkle Feige. Hat jetzt schon mehrfach bei mir getragen, aber so massig Herbstfeige hat sie bis jetzt noch nicht gehabt. Also das ist auch brutal, was sie dieses Jahr auch gesetzt hat. Da hinten ist die Queen Weinheim, auf die kommen wir später zu sprechen, die habe ich noch im Topf. Dann habe ich da von meinem Freund Erhard einen Ableger, die Erhardi Mundillo. Ah, der kleine Ableger, der schiebt jetzt Herbstfeige raus, wobei die Größe jetzt für Mitte Juli schon relativ spät ist. Ich habe so für mich hier bei mir im Odenwald auf 350 Meter Höhe die Faustregel, was so bis Mitte Juli an Herbstfeige ausgetrieben ist, hat eine gute Chance auszureifen. Bei euch kann das natürlich, je nachdem, da wo ihr zu Hause seid, ein bisschen anders das sein. Das müsst ihr dann aber selber rausfinden. Weiter hier drüber, auch frisch im Frühjahr ausgepflanzt. Das ist einer von meinen echten selbstgeschnittenen Stecklingen. Habe ich auf Corfu 2017 geschnitten. Trägt auch zweimal. Dieses Jahr auch wieder mit Herbstfeige garniert. Aber bei der merke ich, die ist noch dabei, im Boden Ort zu kommen. Wie gesagt, auch echt im März. Anfang April ausgepflanzt. Weiter ohne eine von meiner absoluten Lieblinge, die Michurinska minus 10. Trägt A2-Mol. Die Prebas, also die Blühfeige, sind wie bei vielen meiner Feige dieses Jahr witterungsbedingt. Ich denke mal, es war zu nass abgefallen, aber bei der Michurinska, guckt euch an, dort vor, die Herbstfeige. Wie zahlenmäßig die da drauf hängen, brutal. Das wird ein gutes Ende. Neben dran, ganz klassisch, Brown Turkey, super Feige. Ich weiß nicht, dass viele immer über die Brown Turkey maulen, das wäre so schnöde Standardfeige. Ich finde die richtig geil und die hat auch viele Herbstfeige und in der Größe bin ich ziemlich sicher, dass die ausreifen. Ich muss noch dazu sagen, bei meiner Herbstfeige, dass ich die zum Ausreifen bekomme, ich pinziere. Sobald die Herbstfeige rauskommen, was heißt pinzieren? Ihr seht, da ist mein Ast und da durch die Terminalknospe, wo wir einfach abzwicken, dann neigt die Pflanze eher dazu, die Herbstfeige auszureifen und Seitentriebe zu machen, anstatt immer weiter in die Länge zu wachsen. Und wenn es dann einmal so Mitte August ist,
die Herbstfeige, die dann rauskommen, drehe ich aus. Also das heißt, alles, was ab August ausschiebt, wird ausgedreht, dass die Pflanze eher die Kraft in die schon vorhandene Herbstfeige stecken kann, um die auszureifen. Ja, hier unten habe ich die Olympien stehen. Die mickert aber so ein bisschen vor sich hin seit ein paar Jahren. Also da habe ich auch noch nichts geändert. Ist ja voll der Hype aus den USA, aber naja, wie so oft, nicht alles aus den USA ist bei uns in Deutschland geil. Hier hinten habe ich noch einen Ableger, der weltberühmte Obersölbach-Feige. Die hat hier sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Könnt ihr euch mal angucken. Aber die hat jetzt leider bei mir noch nicht getragen. Naja, vielleicht dieses Jahr oder nächstes Jahr. Ja, hier stehen noch ein paar von meinen Verkaufsfeigen. Das sind bewurzelte Stecklinge, aber auch ein paar Abmosungen dabei. Da wird es dann so Mitte August noch einmal ein paar zu erwerben geben. Je nachdem, wie ich zeitlich dazu komme, den Shop wieder fit zu machen. Jetzt gehen wir mal an unseren Premium-Plätzen vorbei. Und das ist die Südhauswand. Da habe ich so viel, was unseren Platz hergibt, vollgeballert mit Feige. Kagi steht auch direkt hinter mir noch, aber hauptsächlich Feige, die gucken wir uns mal an. Als allererstes da oben habe ich die Däumling, nenne ich sie mal. Die Sorte ist mir unbekannt, hat schon einmal im Frühjahr Feige gehabt, aber die Hauptende liegt auf Herbstfeige. Und wenn ich mir die Blätter so angucke, würde ich fast behaupten, das geht so ein bisschen in die Richtung Rode Bordeaux. Nebendran ein Klassiker, die Brunswick vom Folger. Es ist kein Original Brunswick, aber die Feige absolut geil. Ihr könnt auch schon sehen, garniert mit Herbstfeige und natürlich sind da auch noch ein paar bisschen größere Brebas drauf, die werden jetzt demnächst hoffentlich mal reif werden. Ja, hier die Doré, da ist noch nie irgendwas drauf gewachsen, beziehungsweise immer alles abgefallen. Die lasse ich da jetzt einfach mal stehen. Ich habe hier den Platz, von daher kann die gerade machen, was sie will. Ja, dann habe ich noch so einen Kandidat, der mich ein bisschen enttäuscht. Es ist da hin am Ahrland die Frankenwaldfeige. Frankenwald hat für mich Winterhärte und so weiter ausgesagt, als ich die Stecklinge mal getauscht habe. Also ich muss jetzt sagen, ich hatte schon zweimal anständig Rückfrost dran, trotz der Wand hinten drauf. Und getragen hat sie bei mir auch noch nicht. Ich sehe aber gerade, dass sie jetzt da dieses Jahr das erste Mal Herbstfeige ausschiebt. Also die darf noch ein bisschen stehen bleiben. Wenn wir weiter runtergehen, haben wir die Silabier. Die habe ich schon meinem Feigefreund Andi mal Stecklinge geschickt gekriegt. Hat bei mir noch nichts ausgereift, aber dieses Jahr sieht es ganz gut aus mit der Herbstfeige. Ja, und dann predige ich hier immer, kauft euch nicht irgendeinen Baumarkt-Scheißdreck. Kauft euch oder tauscht euch eure Stecklinge, wo ihr euch ziemlich sicher sein könnt, dass ihr auch das bekommt, was ihr wollt. Aber auch ich habe mir natürlich schon Baumarktfeige gekauft und die müssen ja nicht zwingend scheiße sein. Also da kann auch was Gutes dabei sein. Da steht sie, Cole de Dama Blanca. War auf dem Schild drauf gestanden. Warte mal, was weiß ich, glaube 20 Euro gekostet, war schon relativ groß, habe ich die halt mitgenommen. Und ich muss sagen, die hat jetzt da dieses Jahr da unten zwei Brebas drauf. Und wenn ihr echt das anguckt, die Herbstfeige, gar nicht schlammig. Und auch von der jetzigen Größe her, für Mitte Juli bin ich da recht zufrieden und sehr zuversichtlich, dass die ausreifen werden. Neben drauf, die meisten Profis, wenn es an den Blättern schon erkennen, habe ich die Dalmatie. Das ist ein Strain aus Österreich, habe ich denn bekommen. Und ich muss sagen, also gerade von der Herbstfeige war ich letztes Jahr sehr, sehr begeistert. Und dieses Jahr hängen auch schon wieder einige drauf. Ja, hier bei uns am Haus habe ich so um die 70 verschiedene Sorten ausgepflanzt. In meinem Besitz befinden sich so um die 350 verschiedene Sorte plus minus 50, so genau kann ich es nicht sagen. Ich müsste mal wieder meine Liste aktualisieren. Im Winter ist mir aber ziemlich viel verreckt. Es war irgendwie ein komischer Winter dieses Jahr. Ich kann es nicht genau beschreiben. Oder wenn wir noch drauf eingehen, auch später auf der Feigealm. Der Winter war irgendwie komisch. Aber dazu später. Ja, und bei mir werden natürlich auch so ganz kleine mal ausgepflanzt. Ihr könnt sehen, den habe ich letztes Jahr bewurzelt. Die heißt Frank, hatte ich mal von irgendeinem Frank. Ihr könnt sehen, da früher ausgepflanzt und da schon Herbstfeige drauf. Also Feige trage schon relativ schnell. Es ist nicht wie ein Apfelbaum, wo er da 7 bis 8 Jahre warten müsst. Ja, weiter oder Hunde. Da steht eine meiner erste Feige. Das ist die Negron. Die steht direkt an der Südwand. Und auch die ist dieses Jahr schon super geladen mit Herbstfeige. Oder hinten drauf hängt sogar auch noch ein Brebar.
Weiter da hinten habe ich auch noch ein paar Brebas hängen und natürlich auch schon wieder Herbstfeige. Und ihr könnt sehen, die kriegt jetzt auch langsam die Farbe. Die sieht zwar nicht so geil mehr aus da oben, aber ich bin mal gespannt, wenn die dann hängt. Probieren werde ich es auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist die Negron eine Must-Have-Feige. Ich weiß nicht, ob ihr das Video geguckt habt, wie ich den Mega-Steckling der Tobis Eberbach gepflanzt habe. Ich verlinke euch mal das Video da oben in der Ecke. Aber der Krombo hat sich jetzt über ein Jahr Zeit gelassen, um auszutreiben. Und ihr könnt sehen, da kommt jetzt langsam grün raus. Also ein Jahr hat es gedauert, um das Teil da bei mir am Haus in der Erde zu bewurzeln. Ja, da unten habe ich eine relativ junge Feige von Ibiza ausgepflanzt. Ach, die hat bei mir schon getragen. Urlaubsmitbringsel von meiner Mutter aus Ibiza. Ja, und dann hat man immer mal, gerade so, also ich habe immer mal zu meine Feigen Anfänge oder in meine Feige Anfänge, so 2017, 18, 19 rum, habe ich mir ziemlich viel über eBay gekauft. Da habe ich mir direkt in Amerika die Hardy Chicago bestellt. Weiß bis heute nicht, ob es eine ist, weil die da noch nicht getragen hat. Aber ich muss euch sagen, dieses Jahr bin ich sehr zuversichtlich. Auch wenn es jetzt kein Original Hardy Chicago ist. Aber die Brebas sehen doch schon einmal ganz gut aus von der Größe her. Die werden mit Sicherheit noch ein bisschen größer. Und auch die Herbstfeige sind schon relativ weit. Also gute Chance, dass es irgendwas Gutes ist. Ob es die Hardy Chicago ist, werde ich dann mit Blattfeige, Schnittbilderfeige, mit der ganzen Feige-Profis in der Feige-Facebook-Gruppe abgleichen. Da sind schon ein paar Spezialisten dabei. Die können mir dann sagen, ob ich da ein HC habe oder auch nicht. Feige im Gewächshaus habe ich natürlich auch. Da habe ich die violette Dauphin und die Ladenburger Gigant. Die gucken wir uns mal an. Ja, in einem Gewächshaus hat man natürlich ganz andere Voraussetzungen. Ihr könnt sehen, da bei der violette Dauphin, wie voll die ist mit Herbstfeige. Also da, wenn die alle ausreife, das lohnt sich ja fast, um Marmelade zu kochen. Da Hunde habe ich auch schon Abmosungen drauf, die kommen dann aber echt ab, wenn die Feige ausgereift sind, weil ich will die unbedingt ernten. Und an der habe ich auch noch Breba drauf oder mehrere Brebas. Da unten hängt eine, die wird jetzt langsam dicker. Und auch da hier sind noch zwei Brebas drauf, die werden demnächst hoffentlich mal reif werden. Da hinten habe ich noch die Ladenburger Gigant. Das ist ein Ableger von der Original-Ladenburger Gigant von der Jasmin. Und die ist es auch wirklich, also von ihr auf jeden Fall Ableger, weil ich war selber dabei, wie sie abgeschnitten hat. Da sind wir ja ewig schon vorbeigelaufen. Da stehen jetzt mal frisch bewurzelte, also aus diesem Jahr oder ein Teil davon. Die stehen jetzt da im Schatten, um sich ein bisschen an die äußere Gegebenheit zu gewöhnen. Da die im Gewächshaus ja doch nur gefiltertes Licht durch die Fensterscheibe abbekommen, muss man die so ein bisschen schattig stellen, bevor man die dann irgendwann in die pralle Sonne stellen kann. Wir kommen auf den Winter zu sprechen, oder das erste Mal auf den Winter. Hey, ich habe schon angefangen gehabt, so viel Feige, die im Juni noch nicht ausgetrieben waren, zu entsorgen, weil ich gedacht habe, die sind einfach im Arsch. Habe dann aber zum Glück rechtzeitig gesehen, dass nicht alle tot sind, obwohl die komplett. Ich meine, teilweise waren die Stängel so 30 bis 40 cm lang, habe die drin überwintert und die sind einfach kaputt gegangen. Das Holz ist verfault, verdruckert, was auch immer. Ich habe meinen Mulch in Verdacht. Der Mulch muss über Winter zwingend vom Topf runter, dass das Substrat abtrocknen kann, dass die Feige oder die Wurzeln nicht den ganzen Winter platschnass stehen. Wie gesagt, wollte die schon entsorgen. Und hab dann aber, so wie da, gesehen, ach du lieber Gott, die treibt dir da unten wieder grün aus. Lässt die mal noch stehen. Dann habe ich mir die Töpfe beschriftet, weil bei mir meistens die Stecklinge oben beschriftet waren. Habe sie ganz runtergeschnitten und lasse die jetzt einfach mal schattig stehen und guck, was wieder austreibt. Und was halt, ich sage mal, was im Ende August schon nicht ausgetrieben ist, wird auch nicht mehr austreiben. So, gehen wir mal weiter runter an der Maulbeeren vorbei. Da stehen dann auch noch jüngere Feige und vor allem Feige, die wieder ausgetrieben sind. Ich kann es euch nochmal zeigen. Das ist auch so ein Kandidat zum Beispiel. Das ist Rosolino. Die sieht für mich auch relativ hier aus, wenn ich ehrlich bin. Hatte die ausgegraben und da ist von unten
ein grüner Trieb drin, beziehungsweise noch runtergekommen. Deshalb habe ich die wieder eingegraben. Also ich habe das zum Glück vorsichtig aus dem Substrat raus, genauso wie du. Die sieht für mich eigentlich komplett hier aus, aber auch die lebt noch unten in der Erde. Hatte ich auch aus dem Substrat rausgeholt und wieder eingepflanzt. Das sind jetzt auch jüngere Topfeige und ich muss sagen, bei der Feige, ich bin ja sowieso begeistert, aber gerade auch so bei so jungen Pflanzen ist es dann schon möglich, dass ihr Feige dran hängen habt. Auch so wie du, guckt es echt auch überall Feige dran. Da könnt ihr früh enden. Ich muss immer wieder sagen, es ist kein Apfelbaum. Braucht halber so viel Wasser, wenn überhaupt. Und ihr habt relativ früh schon Ertrag. Apfelbäume sind natürlich auch geil, aber nicht so geil wie Feige. Da hier sind dann ein paar von meinen Topfkandidaten. Ihr seht, es ist Apfelhitzzeit, die lassen jetzt ein bisschen die Ohren hängen. Also keine Angst, die verdrucken nicht. Hier oben habe ich alle wieder die Blätter overhängen. Wenn ich overstehen, wenn ich dann so um 9 durchlaufe und da hängt noch was, gibt's Wasser. Aber die habe ich erst da heute Morgen gegossen. Also die lasse jetzt bloß wegen der Tagestemperatur die Ohren hängen. Und ihr könnt sehen, da die Big Green, die hat auch dieses Jahr erst schon mal Herbstfeige angesetzt. Ganz viele Sorte, die ich schon nicht probiert habe, die dieses Jahr Herbstfeige ansetzen. Also wie die habe ich mal auf irgendeiner Baustelle in so einem alten verlassene Gewächshaus entdeckt, hat auch noch nie getragen, hat auch jetzt dieses Jahr die erste Herbstfeige. Und wenn eine Feige bei mir das erste Mal trägt, das ist für mich, das ist geil. Mich freut's. Ich meine, ich bin da im Odenwald. Es gibt mit Sicherheit wesentlich kühlere Regionen, so wie Hessisch Sibirien, wo der André wohnt und so weiter und so fort. Aber auch bei uns kann es im Winter recht frisch werden. Und ich und meine Frau, wir sind dabei, uns da so ein kleines mediterranes Paradies zu schaffen mit massig Feige, mit Wein, Kakis. Hätte mir das vor 20 Jahren einer gesagt, dass ich einmal Feige, Wein und Kakis oder Kiwis bei mir im Garten hätte, hätte mich kaputt gelacht. Ja, da hier habe ich eine, die heißt die grüne Italienerin, die habe ich mal von so einer Omi geschenkt gekriegt. Die und noch eine, die steht da hinten noch im Topf, die steht vor so einem riesengroßen Glashaus. Massig Feige immer dran, hat jetzt auch da dieses Jahr, nee, letztes Jahr hat sie bei mir schon das erste Mal getragen, dieses Jahr hat sie auch wieder Herbstfeige angesetzt. Die habe ich schon mal vom Carsten als Desert King bekommen, da gehen die Meinungen auseinander, ob das eine ist, das muss ich noch rausstellen. Also wenn irgendjemand Desert King aus einer zuverlässigen Quelle für mich hat, kann er sich gern per Mail bei mir melden, vielleicht können wir irgendwas tauschen. Ja, da hinten zwischen den Himbeeren, da steht noch Madeleine de Deux Saisons. Die müsste ich mal demnächst ein bisschen freischneiden, dass sie ein bisschen mehr Licht kriegt. Fico Bianco, ganz kleine, gelbe, zuckersüße Feige wachsen da drauf. Ihr könnt sehen, die sind relativ klein, die werden auch nicht richtig groß, aber so eine richtige Zuckerbombe. Aber das ist mal ähnlich gewesen, die ich im Baumarkt gekauft habe. Beruflich komme ich viel rum, bin auf viele Baustellen, vor allem auch in historische Objekte, einmal auf dem ein oder anderen Friedhof. Und an der Friedhofsmauer habe ich eine Pastillerie gefunden. Ist es eine echte oder nicht? Ich weiß es nicht. Die Kriterien passen auf jeden Fall. Ich zeige es euch mal. Da, das ist das gute Stück. Neigt dazu, einstämmig zu wachsen. Hat keine Wurzelschösser. Die Blätter, wenn ich so drüber reibe, die sind ganz flauschig behaart. Trägt nur Herbstfeige. Und von der Entwicklung her könnt ihr sehen, die sind relativ früh. Und was mich freut, vor allem auch dieses Jahr relativ zahlreich da auf dem Ding. Da überall einiges dran. Und die wächst jetzt so ein bisschen in die Richtung, wo später mal die Tür von meinem Folietunnel sein soll. Deshalb bin ich gerade bei den Asch, der da rüber geht, ab zum Moos. Und da könnt ihr sehen, das funktioniert auch. Also da sind jetzt schon die ersten Wurzeln im Beutel, dann wird das gerade abgezwickt und dann kann sie noch vorne und auf die Seite weiter wachsen und der Asch, der mich stört, kommt einfach in den Topf. Und dann kann man natürlich dann auch käuflich erwerben, wenn man das will. Da stehen noch zwei Unbekannte im Topf, wenn ich mal die so angucke, die Blätter, die sind so ein bisschen gelblich, da wird es zeitig, dass sie mal eine Ladung Stickstoff kriegen. Ja, sage auch immer viel, ah, oh, die Feige bloß Stickstoff, die wird riesig, die Blätter werden riesig groß. Ich finde, wenn man das dosiert macht, mal so eine verdünnte Brennnesseljauche, das hat noch keiner geschaut. Ja, da steht auch eine meiner weiteren Lieblingsfeige, die Tobis Eberbach.
Das ist das größte Exemplar von meinem Ableger, was jetzt da steht. Hat dieses Jahr auch bei mir Breber-Ansätze. Und wenn er durchschaut, habt ihr auch die Ansätze von der Herbstfeige. Trägt also auch zweimal Superfeige. Dann habe ich da die Del Portogallo. Hat da bei mir noch nicht getragen. Ich hoffe, dass es vielleicht dieses Jahr soweit ist. Daneben dran habe ich von einem Zuschauer mal Stecklinge geschickt gekriegt. Der hat einfach nur dritte Sorte Rot war drauf gestanden. Hat bei mir jetzt letztes Jahr Herbstfeige getragen. Ich führe die unter dem Namen TF001, also Tobis Feigen 001, weil ich die Sorte leider nicht weiß. Und die hat dieses Jahr aber auch wieder gute Herbstfeige aussetzt. Also da wird wieder einiges reif werden. Darüber habe ich wieder eine schnöde Brown Turkey, aber ich finde die Brown Turkey cool. Könnt ihr darüber sagen, was ihr wollt. Eine von der besten Feige. Da außer entlang ist natürlich auch wieder alles voll mit Töpfen. Habe ich auch so ein paar Kandidaten dabei, wie zum Beispiel die Black Madeira. Die wird dieses Jahr das erste Mal tragen, hoffe ich. Sieht auf jeden Fall gut aus. Das haben wir da. White Persian hat auch einiges an Herbstfeige drauf. Dann habe ich da die Higo del Flori. Das ist eine besondere Feige für mich. Die hat mir mein Kumpel, Selbstversorger Rigotti, die meisten werden, denke ich, kenne, von Teneriffa mal ein Steckling mitgebracht. Und was soll ich sagen, trägt da, hängt noch die Breba dran und da oben sind schon die Herbstfeige. Also trägt zweimal bei mir da im Odenwald. Neben dran direkt im Topf wieder eine Fundfeige von mir. In Mildeberg am Main habe ich die entdeckt. Ihr könnt sehen, da ist eine Breba dran, die ist gerade am Ausreifen. Die sehen immer so ein bisschen aus, als denen die abfallen. Aber das ist der Reifeprozess. Also die trägt zweimal da bei mir. Und das ist so ein Bewurzelungsendgegner von mir. Also ich fahre da öfters, wenn ich in den Steinbruch fahre, an der Mutterpflanze vorbei. Habe mir bestimmt schon 5-6 Mal Stecklinge geschnitten. Habe die immer wieder nach meinem Standardprotokoll bewurzelt. Immer kaputt gegangen. Dann habe ich mal irgendwann einen Steckling geschnitten, habe es auf Unterlage veredelt und habe dann den Steckling von der Unterlage wieder abgemoost, um den Wurzelesch zu bekommen und das hat dann funktioniert. Aber rein einfach Stecklinge bewurzeln, ich habe es nicht hingekriegt. Also ganz spezielle Bewurzelungsentgegner von mir. Neben dran, die Grissi ist eine Lokalsorte von ein paar Kevin bei uns weiter, der Matthias kennt sie mit Sicherheit. Dann als nächstes die Xinjiang Yellow, trägt dieses Jahr auch einiges an Herbstfeige. Da freue ich mich auf die Ende, die sind relativ groß und schmecken mir auch gut. Darüber an unserem heißen Beet habe ich auch die oder andere Feige ausgepflanzt. Habe ich dort zum Beispiel die Parachal Rimada, diese spezielle Feigesorte, ihr könnt sehen, die hat so panachiertes Holz. Da habe ich einen Steckling, der wollte nicht wurzeln. Da habe ich ihn einfach vor Zondo in den Boden gesteckt. Und das war dann einer von den wenigen, der wirklich Wurzeln gekriegt hat und ist da an der Stelle ausgetrieben. Und deswegen darf sie da auch stehen bleiben. Habe jetzt aber dort trotzdem schon eine Abmoosung angebracht, die jetzt auch da langsam durchwurzelt, um die Verzweigung ein bisschen weiter unten zu erhalten und nicht so noch überwachsen die Baunestange zu haben. Da haben wir auch noch so ein paar coole Kandidaten im Töpfchen stehen. Zum Beispiel da die Riebe, da sind noch, ich denke mal, das ist ein Brown Turkey Tip, da sind noch ein paar Brebars drauf, vielleicht reife die auch noch aus, wobei die da ziemlich vertrocknet schon aussehen jetzt. Was haben wir da noch im Angebot? Golden Riverside, kriegt die, da hängt gar nichts drauf an Herbstfeige. Ah doch, da hier kleine, ob die ausreift, schauen wir mal. Da, wo der Kollege Marienkäfer gerade drauf rumgekrabbelt ist, das ist die Israel von der Baumschule Seiler. Auch gut mit Herbstfeige garniert. Weiter der Hübe am Heisebeet habe ich da die Hardy Hartford stehen. Ich weiß gar nicht, ob die letzten Brebars schon abgefallen sind. Also ihr seht, da hängt zwar noch ein Brebar drauf, aber die sieht aus, als die demnächst das zeitliche segne. Aber die Herbstfeige, gar nicht schlampig. Da kann ich mich nicht beschweren. Also die ist gut bestückt. Neben drauf ist Tobis Poland, war mal so ein Steckling aus Polen über eBay. Ihr könnt sehen, gut voll mit Herbstfeige. Kann man sich nicht beschweren. Und vor allem die ist eine der wenigen, die dieses Jahr auch die Brebars kalte hat. Also da hängt noch einiges drauf an Brebars, wenn ihr da schaut.
die werden jetzt auch hoffentlich demnächst reif. Dann habe ich noch so einen Kandidat, die Jerusalem. Habe ich schon mal als einer meiner ersten Stecklinge und mittlerweile, weil die wächst wie ein Elch, eine meiner größten Feige. Trägt aber jetzt in der Tat dieses Jahr das erste Mal die Brebas, sind wegen Feuchte nämlich mal abgefallen, aber die Herbstfeige, wir gehen mal schauen zusammen. Also da kommen doch schon jetzt reichlich Herbstfeige langsam raus. Aber auch schon eine gute Größe, finde ich. Also wenn ich mir jetzt so rein die Plattform und den Wuchs angucke, würde ich schon sagen, dass das so in die Richtung Lord Dutt geht. Das ja vom Synonym Jerusalem her passen. Aber im Endeffekt ist mir das eigentlich egal, was für Sorte das ist. Hauptsache, sie trägt Feige, die reif werden. Kommen wir wieder auf den Winter zurück. Dann habe ich da nämlich auch noch so ein paar Kandidaten stehen. Habe ich so einen Steckling, den hatte ich mal in der Gartenoase Köln im Gewächshaus geschnitten bei Marcel. Heute letztes Jahr sogar getragen. Dann ist das Ding einfach, es war vielleicht so hoch, sage ich mal, einfach nicht ausgetrieben dieses Jahr. Ich wollte es schon fortschmeißen, habe ich gedacht, bevor es wegschmeißt, du es mal oben abzwicken, war aber oben noch saftig. Und jetzt habe ich gerade vorhin, wie ich den Kram hingestellt habe für das Video, habe ich gesehen, da treibt sie aus. Also jetzt, im Juli, fängt die auch auszutreiben. Genauso weiter dahin habe ich mal von meinem Spezi Carsten, von irgendeinem Kumpel aus dem Garten, Feige gekriegt. Das sieht für mich auch dort aus, das Ding. Aber selbst da kommt jetzt aus der Erde ein Neuaustrieb. Und genauso sieht es dahin bei der Maniche aus. Sucrevert, letztes Jahr super geendet von der Pflanze. Dieses Jahr wollte sie nicht austreiben. Jetzt gerade vor 2-3 Wochen ist es losgegangen, dass die da aber aufhängt auszutreiben. Also das war echt ein komischer Winter. Da habe ich noch einen Sämling aus iranischer Trockenfeige stehen. Der treibt auch nicht aus, guckt echt an. Kein Austrieb. Und ich bin dann einer, der immer dazu neigt, da mal was abzuzwicken. Und wenn er jetzt da schaut, ist grün. Ne? Also da ist Saft drin. Elektriker wird sagen, Saft drauf. Aber warum treibt der Kerl nicht aus? Irgendwas schmeckt ihm nicht. Der darf natürlich auch stehen bleiben. Oder daneben dran, die Black Forest vom Dittmar mal kriegt. Das Ding, große Feige eigentlich schon gewesen. Oder schon groß, komplett zurückgedruckert und treibt auch da von unten aus der Wurzel wieder aus. Ja, da hier auf unserer Terrasse, da habe ich dann da noch ein Ponte Dresa stehen. Die hat auch dieses Jahr das erste Mal Herbstfeige aussetzen, was mich sehr freut. Dann habe ich auch wieder so eine, die bei mir noch nie getragen hat. Das ist die Panache. Ist ja eigentlich auch schon relativ groß, aber auch da ganz, ganz kleine Mini-Herbstfeige aussetzen. Und von unten kommt ein neuer Austrieb, aber bei mir noch nie getragen. Es gibt einfach so Endgegner. Habt ihr auch Endgegnerfeige? Könnt ihr mir gerne mal die Sorte ohne in die Kommentare schreiben. Da ist auch noch so ein Winterkandidat. Die Radolfzeller Capri-Feige ist eine der erste Feige, männliche Boxfeige, bei der in Deutschland die Feigewespe gesichtet wurde. Die sieht hier aus. Hab da aber auch mal ein bisschen die Erde weggemacht und hab ohne gekratzt, ist noch grün. Da hoffe ich auch noch auf den Austrieb. Weiter der Hive, die Feige-Spezialiste, wenn die Sorte schon erkenne, schreibt mir es doch gerne mal ohne in die Kommentare, wenn ihr wisst, um welche Feigensorte es sich da handelt. Auf jeden Fall ist die nicht ganz günstig, wenn man sich da einen Steckling kauft. Habe ich da auf Tobis Michelstadt auf so einen riesen Steckling drauf veredelt, will die aber jetzt auch wurzelecht und hat mir deshalb mal da so eine Abmosung angebracht. Also das wird in den nächsten 2-3 Wochen ist das abnehmbar. Und die setzt dieses Jahr das erste Mal Herbstfeige an, was mich sehr freut. Dann habe ich noch so ein paar Kandidaten, über die ich mich sehr freue und auch schon ein bisschen länger da bei mir im Garten ausgepflanzt habe, ist da zum Beispiel die Monkey House. Ja, warum hat die so einen lustigen Namen? Die ist aus dem Zoo an einem Affenhaus geschnitten worden, der Steckling. Habe ich da im Garten bei mir ausgepflanzt und die trägt dieses Jahr da die erste Brebas und bekommt jetzt auch da oben schon die erste Herbstfeige.
Dann gehen wir mal ein Stück weiter rüber. Dann haben wir dort die Tobis Michelstadt. Leider keine Ahnung, was das für eine Sorte ist. Viele dieser Ahave sagen, es geht schon in die Richtung RDB, also Rhône de Bordeaux, finde ich jetzt nett. Aber egal, Haube Feige drauf dieses Jahr. Darüber habe ich noch die grüne Italienerin von Klaus stehen. Also im Klaus habe ich die mal getauscht. Die hat auch wegen der Feuchte die Brebas abgeworfen. Aber die Herbstfeige, die nehmen wir jetzt auch langsam Fahrt auf. Jetzt marschieren wir mal noch nuff in den Hof. Da habe ich nämlich auch noch stehen. Also wir haben eigentlich überall Feige stehen. Ah, da sehe ich gerade eine auf dem Weg. Muss ich ganz ehrlich sagen, Sorte weiß ich nicht. Entweder Schild verloren oder mit eingegraben. Aber das ist auch eine der wenige, die da jetzt bei uns überhaupt keine Breba abgeworfen hat. Also ihr könnt sehen, da hängt einiges an Brebas noch drauf. Die müsste jetzt nur mal langsam reif werden. Und auch, ich sehe gerade, die Herbstfeige kommen jetzt auch. Wie meine Sammelleidenschaft losgegangen ist, da ging es bei mir hauptsächlich darum, Sorte, bekannte Sorte, du musst sie alle haben, vor allem an die Däre. Mittlerweile ist es bei mir so, ich werde alles, selbst die teuer mit den gescheckten Blättern, auspflanzen. Und was du im Odenwald nicht überlebt, das wird nie Odenwaldfeige werden, die fliegt raus. Es muss bei mir einfach funktionieren. Also es muss da bei uns im Freien funktionieren. Irgendwann will ich schon mal davor weg, jedes Jahr hunderte von Töpfen in den Keller zu tragen. Ja, da im Vorgarten, da habe ich auch so eine von meinen echten Tauschfeige stehen. Das ist so die rote Weinbergfeige Viola von und sie. Also das Bild ist schon so ein Fotomontage-Ding im Katalog. Hat auch da noch nie getragen, obwohl das so ein Riesengerät ist. Jetzt dieses Jahr schiebt sie da das erste Mal Knüppelchen raus, kennen aber auch noch Blätter werden. Also ich kann es euch nicht genau sagen, ob die da bei mir mal jemals trägt. Naja, kann auch eine Weile stehen und wenn sie nicht trägt, fliegt sie halt irgendwann raus. Was aber geil ist und trägt, ist da die Lordut. Wenn ihr euch die mal da anschaut, haben wir da noch einiges an Brebas dranhängen. Ah, da hinten hängen noch zwei Stück. Also man kann schon vom Wuchs her sehen, dass das ein Lordut ist. Und auch die Herbstfeige da habe schon eine anständige Größe. Auch einer meiner ersten Tauschpartner war der René in Österreich. Von dem habe ich auch die Fasselberg bekommen. Ist auch da bei uns vorm Haus ausgepflanzt. Trägt im Odenwald zwei Mal. Haben wir da noch eine Breba-Feige hängen. Und da oben die Herbstfeige haben wir auch schon eine anständige Größe gekriegt. Ja, habt ihr irgendwelche Frage zu eurer Feige oder könnt ihr was zu eurer Feige erzählen? Habt ihr ganz besondere Sorte, vielleicht irgendein Urlaubsmitbringsel, das hier trägt oder irgendein Sämling ausgesät, der hier Früchte trägt? Schreibt mir das gern unten drunter in die Kommentare, weil das interessiert mich brennend. Ich habe ganz viele Fragen gekriegt, wie sieht es auf der Feigealm aus? Am Anfang vom Video habe ich euch gesagt, da gibt es heute Update, à la hopp, hoch auf die Alm. Ja, jetzt sind wir hier angekommen auf meiner Feigenalm, auf unserem Versuchsfeld. Und jetzt gibt es dazu noch ein kleines Update. Bevor es losgeht mit dem Update, guckt ihr euch vielleicht schon mal noch das Video an, wie wir die 70 Feige da gepflanzt haben. Ich verlinke euch das da oben. Das war letztes Jahr, ich glaube, Juni, Juli. Vor allem, es war eine Affenhitze und nach dem Auspflanzen war Affenhitz. Ich konnte wenig gießen, weil ich Probleme habe, hier auf das Stückel Wasser zu bekommen. Und was noch ein Nachteil für die Feige war, es war ein verdammt nasser, langer Winter. Es war nicht richtig brutal kalt, aber es war lang verdammt nass. Und dementsprechend habe ich die auch im Frühjahr ausgesehen. Ich habe mit noch viel mehr Ausfällen gerechnet. Es sind viele ganz runter kaputt gegangen. Aber fast alle, bis auf drei oder vier Stück, treiben wieder aus und das zeige ich euch jetzt. Ja, wie ihr sehen könnt, die Mäherei. Ich habe immer bloß die Wege zu der Feige gemäht und muss dann mal noch demnächst mit so einem Hochgrasmäher den Rest niedermachen. Und da geht es auch schon los mit der Feige. Also ihr könnt sehen, die da war zum Beispiel auch vielleicht, naja, so hoch werde ich schon gewässert sein. Ist aber komplett verfaultes Holz mit dem Pilz, wird der Rotpustelpilz wahrscheinlich gewesen sein, bis runter, weg verfault, hat aber willig wieder ausgetrieben. Und im Großen und Ganzen
sieht es eigentlich bei allen so aus. Ah, hier, da bei denen, kann man recht gut sehen, da ist noch das alte Holz, so groß war die Feige, wie ich sie ausgepflanzt habe, also auch noch relativ klein. Das ist komplett kaputt bis runter, aber die Feige treibt von unten wieder kräftig aus. Die Stange, die ich da stehen habe, die habe ich übrigens da hingestellt, um die Feige beim Mähen zu finden und sie nicht niederzumähen. Das funktioniert ganz gut, das ist so ein Fiberglas. Und hier wird noch zusätzlich so Rinderohrmarke drauf kommen mit einer Nummer, dass ich die Feige dann auf meinem Plan zuordnen kann. Ja, ihr könnt es nochmal sehen, auch da bei der. Da ist Holz, das alte ist komplett kaputt und da haben wir einen Neuaustrieb. Und dieses Bild setzt sich eigentlich komplett weiter fort. Ah, da kaputt gegangen, aber wieder neu ausgetrieben. Da bei der, da ist bis jetzt noch nichts rausgekommen, aber wenn ich ziehe, ist es noch relativ fest. Also ich gebe noch nicht auf, ich habe daheim zwei Feige im Topf stehen, die jetzt erst austreiben. Warum auch immer, es war einfach irgendwie ein komischer Winter, die lasse ich auf jeden Fall noch stehen, bevor die dann nächstes Jahr ausgetauscht wird. Aber bei der, da hoffe, kann man es richtig gut sehen. Da ist Holz kaputt, aber ein starker Neuaustrieb. Also wie ich im Frühjahr das erste Mal gemäht habe und habe so mal Runde da gemacht, habe ich gedacht so, ah scheiße, das war wohl ein Schuss in den Ofen. Aber die Feige, die sind so zäh, also sind wirklich klipp drei Stück, die bis jetzt noch nicht ausgetrieben sind. Alles andere ist wieder von unten aus dem Wurzelstock gekommen. Also wenn er Feige auspflanzt, aber wenn er so relativ klein auspflanzt und die frieren ganz runter, scheißt echt nicht ins Hemd, die kommen wahrscheinlich wieder. Also man kann überall sehen, kommen sie wieder raus. Und beim Mähen habe ich sogar alle bis auf eine wieder gefunden. Also beim ersten Mal Mähen war das Gras schon wirklich, naja, so hüfthoch bei mir. Und ich hatte noch keine Stöcke drin. Das war eine sehr aufregende Angelegenheit, bis ich alle gefunden gehabt habe. Also man kann es wirklich überall sehen. Die ausgepflanzte Größe ist zurück, gefault oder was auch immer. Und ein starker Neuaustrieb bei den meisten. Das war es auch schon mit meinem große Feige, Rundgang. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß dabei gehabt. Und natürlich hoffe ich, wir sehen uns demnächst wieder. Bis dahin, haut rein, bis zum nächsten Mal.